Großes Reinemachen in der Nordostsee. Knapp 30.000 Liter Wasser landen im Ausguss. Jetzt kann das 10-köpfige Putzteam ran. Aber bitte vorsichtig. 4 Stunden. Jo. So viel Zeit ist für die Reinigung des 80 Quadratmeter großen Beckens angesetzt. Obwohl das Wasser ständig gefiltert wird, setzt sich im Laufe eines Jahres ordentlich Schmutz ab. Doch, man erkennt das richtig gut, dass das immer sauberer wird. Auch wenn der Belag mitunter hartnäckig ist, scharfe Reiniger sind momentan nicht nötig. Sie könnten nicht nur den Schmutz, sondern auch die Oberflächen angreifen. Sieht man auch gerade wegen dem hellen Strand, dass er direkt da gut weggeht. Betriebssport bei Nacht. Zwar unter Kunstlicht, aber trotzdem in naturnahem Umfeld. Der hartnäckigste Gegner ist Grün. Das sind halt die Algen. Ne? Also im Moment sitzen sie halt überall an den Steinchen fest und überall. Wir spülen es ab und es sammelt sich unten und dann wird es halt grün, die Brühe. Ne? Nee, aber deswegen machen wir das ja, weil wir halt gesehen haben, dass der Algenbefall schon ziemlich doll war. Aber zum Glück lässt sich das echt leicht lösen. Wir haben schon Befürchtungen gehabt, dass wir wirklich noch krasser schrubben müssen, nachher dann noch vielleicht doch Reiniger benutzen müssen, aber bis jetzt geht das halt alles so runter. Bislang passiert die Reinigung immer erst, wenn die letzten Besucher gegangen sind. Das wird sich wohl ändern. Ich glaube, wir werden es in der Zukunft häufiger machen, weil die Zuschauer finden es interessant. Es gibt immer ein paar, die sagen, ich bin jetzt hierher gekommen nur wegen der Schiffe und warum fahren die heute nicht? Das ist, ist so. Aber für uns ist es echt besser, wenn wir Teile zumindest davon mal tagsüber erledigen können und nicht immer alles nachts. 3 Stunden haben die Wunderländer jetzt schon geschrubbt. Ohne nennenswerte Verluste. Boah, ich kratze hier rum, da passiert gar nichts. Doch, guck mal. Mal ablösen. Genau wie geplant. Nach 4 Stunden hat das Team seinen Job erledigt. Sogar das Putzwasser hat fast schon Trinkqualität. Die ersten Wunderländer können also schon mal unter die Dusche gehen. Ja, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Ja, ist gut gelaufen. Hat sich echt wieder gelohnt. Also mit den Algen jetzt alles weggespült. Da sieht das echt aus wie richtig schön sauber. Nur ein Krake, ein Schiff und einige Grünpflanzen haben den Einsatz der Bürsten nicht heil überstanden. Kollateralschäden, aber überschaubar. Also von den Flurschäden ging das diesmal. Wir haben relativ viel aufgepasst. Wir hatten jetzt auch, dadurch, dass wir nicht so eine riesige Reinigung hatten, ging das auch von dem ganzen Aufwand her und wir haben jetzt alles aufgesammelt. Bis die Reparaturen gemacht sind, bleibt das Becken noch ungeflutet. Und wenn's klappt, wird dann vielleicht auch ein kleines Piratenboot hier seine neue Heimat finden. Die trockengelegte Nordostsee wartet. Nachdem Felix auch das 2. Skelett aus Zaunelementen gebogen und lackiert hat, geht sein Piratenprojekt jetzt in den Endspurt. Ich habe hier so ein kleines Ruderboot und das wollte ich jetzt noch ein bisschen kaputt machen, dass man einfach das Gefühl hat, das ist auch schon ein paar Jährchen da unter Wasser, genauso wie die Skelette. Und da will ich jetzt einfach gucken, dass ich mal noch eine Planke rausfräse und solche Geschichten. Das Boot selbst stammt aus dem Katalog. Auf dem Wasser war es nie. Spätestens mit Felix Eingreifen ist es jetzt auch endgültig dem Untergang geweiht. Und genau so soll es auch sein. Jetzt kommt noch mal Dreckwasser drauf. Das hebt dann einfach noch mal so diese Fugen und Vertiefungen hervor, weil da halt diese dunkle Farbe von der Lasur drinne hängen bleibt und am Rest läuft es halt eher ab. Naja, es gibt bei mir keinen Plan, ne? Also ich spiele das ja, ich spiele ja so und mache einfach, wie ich da so ein bisschen lustig bin dazu. Und im Endeffekt kann ich dir nicht sagen, wie es aussieht, ne? Also ich habe die Truhe gebaut und dann habe ich geguckt, okay, wo passt die rein? Na gut, die passt eigentlich nur vorne rein. Da sieht es gut aus, wenn ich dann noch das Skelett vorne da stehen habe. Das entscheide ich einfach so spontan, wie es mir dann halt ästhetisch einfach auch in den Sinn kommt, ne? Ob klassischer Bastelbedarf oder eben die Reste von Zaunfeldern. Irgendwie lässt sich aus allem etwas machen.
Muss man schon richtig hingucken, dass man das sieht, ne? Theoretisch könnte Felix in den prall gefüllten Lagern des Wunderlandes aus dem Vollen schöpfen und auf deutlich mehr Fertigteile zurückgreifen. Deren Anteil am Piratenboot ist aber verschwindend gering. Da habe ich noch einen Kapitän quasi, den Piratenkönig, gebaut. Und um es mir ein bisschen einfacher zu machen, habe ich ihm nur zwei Rippen oben reingeklebt, die Beine ran und die Arme. Und den Rest ist einfach von einer anderen Figur quasi übernommen, damit ich nicht noch mal so viel löten und rumbiegen muss und sowas. Und das Gewand quasi, das modelliere ich da so drumrum und dann kann ich das mit Sekundenkleber fixieren. Und der soll jetzt hier vorne so Ausschau halten nach der geheimen Schatzinsel. Das ist immer Freude pur, wenn man sieht, ey, in Felix Kopf aus seinen Gedanken entsteht morgens was und dann hast du nachmittags so ein Meisterwerk. Das wäre für einige Leute ein halbes Lebenswerk, ne? Das Piratenboot misst vom Bug bis zum Heck gerade mal 5 cm. Nach 10 Stunden ist das Werk vollbracht und bereit, in den Weiten der Nordostsee versenkt zu werden. Endspurt bei Felix. So, jetzt geht's ins Wasser. Noch vor dem Wiederbefüllen versenkt er sein Piratenboot in der Nordostsee. Moinsen. Moin, Felix. Na? Na? Du bist ja schon fleißig dabei. Ja. Geil. Und du, hast dein Boot dabei? Juhu. Mal gucken, ob man das vielleicht hier vorne bei der Insel oder so hinmacht. Auf diesen hellen, auf die helle Sandbank setzt, dann hat man im Vordergrund noch diese Ruinen, das ist vielleicht ganz interessant. Ja, also ich glaube, auf dem hellen ist auf jeden Fall besser als auf dem dunklen. Ja, vom Kontrast her. Da wird man das besser wahrnehmen. Ja. Ja, cool. Ich komm mal rein. Okay. Und das, bevor der Skandinavien-Abschnitt nach der Grundreinigung wieder geflutet wird. Solche Gelegenheiten bieten sich nur alle 12 Monate. Silikonkleber sorgt dafür, dass die Piraten vor Dänemark künftig nur noch unter Wasser auf Beutezug gehen können. Klebt gut fest. Das okay. Hält. Dann lass mal ein paar Pflanzen säen. Eine Nacht haben die Wunderländer damit verbracht, die Nordostsee wieder auf Vordermann zu bringen. Ab jetzt übernehmen die Maschinen eine Etage tiefer und pumpen 29.000 Liter Wasser zurück nach Skandinavien.